Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Neue Folge vom Kühnes Kochkanal. Wir machen heute mal was ganz Einfaches und zwar ein einfaches Hähnchencurry. Viel Spaß dabei! Und hier haben wir schon unsere Zutaten. Hähnchenbrust, Champignons, frische Ananas, rote Currypaste, Kokosöl, das brauchen wir zum Anbraten, den Saft einer Limette, Kokosmilch, Pfeffer und Salz, Chilipulver, eine rote Paprika, eine halbe Zwiebel, zwei gehackte Knoblauchzehen, das könnt ihr selbst entscheiden, wie scharf ihr es haben wollt. Wir nehmen zwei. Ja, ich denke mal, das war's auch schon. Und jetzt gehen wir an den Grill. So, wir sind am Grill. Der Wok ist aufgeheizt und wir können loslegen. Als erstes kommt mein Kokosöl rein. Unser Kokosöl. Und, oh, ja. 2,5 Löffel mache ich so rein. Ich denke, das lang. Mal hier ran. Schön heiß. Super. Dann folgen Zwiebeln, unsere Zwiebeln. Genau. Oh ja, das ist heiß. Sehr heiß. Knoblauch mache ich rein. Einen kleinen Löffel, aber das macht nichts. So geht das gut. Und es riecht verdammt gut. Ja, Zwiebeln und Knoblauch halt, ne? Also so, wenn ihr kein Kokosöl habt, könnt ihr auch Oliven oder Woköl nehmen. Nee, Olivenöl würde ich nicht nehmen, das wird zu heiß. Das verbrennt leicht, aber Woköl auf jeden Fall. Da hat die Fachfrau gesprochen. Wow, geht das gut. Du hast aber auch richtig runter ohne Ende, ne? Ja. Jo. Ich habe nämlich heute mal die Greek Fire Briquette ausprobiert. Mal schauen. So, schaut mal. Und die Zwiebeln, die rösten schon an, die werden schon schwarz bald oder braun. Da müssen wir aufpassen. Sehr heiß. So. Und das Fleisch ist auf jeden Fall schon von allen Seiten zumindest angebraten. Also, dass die Poren geschlossen sind. Ja. Ja, Paprika dazu tun, die braucht ein bisschen. Da ist aber auch Feuer drunter. Wow. Mal gucken, ob ich das einfangen kann. Ja, da sind unsere Feuerbriketts. Mal gucken, ob da halten, was wir versprechen. Aber die glühen richtig. Als nächstes packe ich gleich die Champignons mit rein. Und ich denke, dann sehen wir uns gleich wieder. Als nächstes salzen wir unser Curry. Ich denke, das reicht. Ein bisschen untermischen. Und dann würde ich mit der Currypaste weitermachen. Na, nehmen wir lieber einen Löffel raus, bevor der anschmort. Na, so. Jo. Ich denke, ein Esslöffel wird es sein und das wird ein halber Löffel sein. Und dann haben wir es. Das gebe ich jetzt mal unter. Ja. Das riecht super. Und als nächstes mache ich mit meinem Kokos. So, jetzt fehlt mir mal ein Löffel. Der liegt da oben. So. Ich habe den nicht gesehen, aber er liegt irgendwo hier oben. Keine Ahnung, nehmen wir mit dem kleinen Löffel weiter raus, aus der Currypaste das Ding. So, hier. Und da Kokosmilch. Jupp.
essen Bestandteile auch. Ein bisschen auskratzen die Schose. Ist noch ganz viel drin. Es wird noch. Rein damit. Es wird, es wird, es wird. So, zack. So, das Ganze muss jetzt richtig schön einkochen. Riecht auf jeden Fall schon mal gut. Ja, ich habe auch schon Hunger ein bisschen. Gut, das lassen wir jetzt noch einköcheln und dann sehen wir uns gleich wieder. Unser Chili kocht. Ich würze noch ein wenig mit Pfeffer. Boah, das ist aber doch was gut. Und Pfeffer Chili ab. So. Übrigens Curry, kein Chili. Ja, Curry. Entschuldigung. Wir waren jetzt schon wieder ganz woanders, ne? Aber ganz, ganz woanders. Limettensaft mache ich nur, ich denke, von einer halben Limette rein. Ich denke, das reicht. Das Ganze holen wir mal unter. Schmeckt aber gleich nochmal ab. Moment. Mit einem kleinen Löffel. Ja. Nö. Limettensaft kann ruhig der ganze rein. Zack. So. Also der ganze Limettensaft. Genau, also von rein. Einer Limette. Und jetzt würde ich auch noch von meiner Ananas, die, ich denke von einer halben Ananas, die Stücke mit unterheben. Das reicht. Mehr braucht da an Ananas nicht rein. Und dann müssen wir es noch ein wenig einreduzieren lassen. Ich denke, dann sehen wir uns beim Tellerbild wieder. Wir servieren Reis dazu. Das hattest du noch nicht erwähnt. Nein, hattest du noch nicht? Nein, hatte ich noch nicht. Wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder. Ja, das ist jetzt unser fertiges, einfaches Hähnchencurry. Und wir werden es uns jetzt einfach mal schmecken lassen. Ja, wie ihr gesehen habt, recht einfache Zubereitung und total lecker. Bei den Gemüsesorten könnt ihr variieren und wer es schärfer mag, nimmt einfach eine andere Paste oder würzt noch mal mit Chilipulver nach. Also uns hat es sehr gut geschmeckt und wir werden es mit Sicherheit wieder machen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Unten rechts könnt ihr den Kanal abonnieren und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.